Ja, hallo meine Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum Chaos Krankenhaus und Spritzenhaus, nein, ihr habt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe hier oben das Spritzenhaus und die Apotheke abgerissen, da ich jetzt gerade die ganze Zeit im Minus war und nicht gesehen habe, die Apotheke, Moment mal, da waren nur 4 Leute und im Spritzenhaus waren die ganze Zeit auch nur 4 Leute oder 5 waren es, glaube ich. Und das hat einfach nur gekostet und ich wollte euch jetzt nie die ganze Zeit hier, ja, dass ihr seht, wie wir hier nichts tun können, weil wir warten müssen, dass wir aus dem Minus rauskommen. Jetzt funktioniert es wieder und wir werden uns jetzt als nächstes, tja, gute Frage, ne? Ich glaube, als nächstes sollten wir uns um eine Frakturenstation kümmern, oder? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mal dich mal an, du Vogel. Warte mal, wie war das nochmal bei der Frakturenstation? Muss ich mal ganz kurz gucken, ist das jetzt, nee, das... Behandlung, Kompetenz in Station, Behandlungskompetenz in Frakturenstation, okay. Okay, Gudi. Da müssen wir uns jetzt als nächstes kümmern. Ich weiß halt nicht, ob die Frakturenstation jetzt am sinnvollsten wäre. Unsere rasende Reporterin Sally Fig Blanket hat eine neue Reportage über die Krankenhäuser gemacht. Ich habe offen gestanden noch nie eine Reportage. Okay, Frakturenstation. Ja, ich glaube doch, Frakturenstation wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Kopfschmerzen kann ich jetzt nichts gegen machen. Obwohl, würde das Zimmer, ich will mal ganz kurz gucken. Schön, wie die einfach hier stirbt. Oh, schön. Nee, machen wir jetzt nie. Du, kriege ich jetzt irgendwie auch noch Gehalt? Oder, also, kommt mal Geld wieder rein? Was ist jetzt gerade los? Nee, nö, die sind... So viele sind doch jetzt gar nicht in der Pause. Megascanner könnte man eigentlich auf 2 verbessern. Er kostet halt wieder extrem viel Geld, ne? Behandlung ist gescheitert. Patient tot. Irgendwie, was ist denn jetzt los? Irgendwie kriege ich... Nein, nein. Irgendwie krieg ich gerade kein Geld rein. Was ist los? Hier will auch keiner mehr hin, oder was? Ja, ja, ich merke schon, die Leute wollen eine Frakturenstation haben. Wie sieht das eigentlich mit unseren Ärzten hier aus? Guck mal, die können sich eigentlich jetzt weiterbilden. Sieht's hier aus? Könnte ich auch weiterbilden? Oder sollte ich besser gesagt weiterbilden? Hier genauso. Oder wir bauen jetzt eine Frakturenstation. Hä? Ach scheiße, hier ist eine Tür. Nee, echt jetzt? Muss ich jetzt wirklich sicher? Das sieht zwar ein bisschen scheiße aus. Reicht das so? Oder bin ich mir jetzt gerade nicht... Ist die... Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Wir bauen jetzt mal... Hier die Tür hin. Okay. Hier ist die Annahme. Eins, zwei, drei. Oh nee. Oh nee, das. Nee, warte mal, das wird zu klein. Okay,
ist alles ein bisschen klein, ich weiß, aber geht gerade nicht anders. Wie machen wir das? Ich bin gerade am überlegen, wie machen wir das mit einem Heizkörper? Gucke mal, hier passen sogar Heizkörper hin. Mache ich hier noch einen hin? Sieht ein bisschen verloren aus, ich weiß, aber so. Beendet das Infizieren. Das könnte man eigentlich auch nach draußen machen, aber passt sogar hier noch hin, gucke mal. Ich weiß gar nicht, ob man in solchen Räumen eigentlich einen Mülleimer braucht. Habe ich mir das Gefühl, das brauchen wir gar nicht. Machen trotzdem mal hier einen Mülleimer hin. Einfach nur nice to have. Hier hinten könnten wir eine Kaffeemaschine hinmachen. Ein Schrank. Bilder. Echt jetzt? Wie ging das gerade irgendwo? Hä? Mann! Schöne Berglandschaft können wir. Die machen wir hier hin. Könnte man hier noch eine Waage hinmachen? Arzneischränke. Wandmonitor passt aber, glaube ich, nirgendwo mal hin. Aber man könnte ja einfach sagen, guck mal, macht hier so einen Wandmonitor hin. Dass wir einfach die Wand haben. Ne? Also die Wand, dass wir wissen, was für eine Herzfrequenz die Wand hat. Ganz wichtig. So, dann brauchen wir natürlich wieder die Tür. Machen wir hier hin. Hä? Wegen was denn jetzt? Wegen das hier? Hä, was stört denn jetzt hier in der Ecke? Es hat doch vorhin funktioniert. Mach es mal hier hin. Ja. Ach Mann! Ach, bestimmt die Waage. Ah, die Waage ist im Weg. Machen wir die hier hin. So. Dann unser Personal. Wir haben ja schon mal zwei Krankenpfleger, die ich schon mal ein bisschen weitergebildet habe. Und okay. Die dürfen in der Fraktionsstation arbeiten. Das ist schön. Aber da haben wir jetzt nämlich eine Station, Fraktionsstation. So, mal gucken, ob die Leute dann auch dahin gehen. Und wir brauchen wirklich eine Töpferei. Das sollte das nächste große Ziel werden, dass wir gucken wegen einer Töpferei. Ne? Wir sollten aber jetzt auch mal gucken, dass wir unsere Allgemeinmediziner ein bisschen weiterbilden. Wieso habe ich an ihr gerade 206 Dollar verloren? Einfach so. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Okay, und wir müssen natürlich auch die blöde Entwässerungsanlage jetzt langsam aber sicher mal erforschen.
weil die Leute schon drauf warten. So, jetzt will ich mal ganz kurz in der Fraktorenstation. Wie sieht's denn hier aus? Das ist schön, jetzt habe ich eine Station und kein Schwein will dahin. Wollt ihr mich gerade verarschen? Echt jetzt? Hierhin. Hierhin. Okay, wir brauchen Töpferei. Also wir müssen echt gucken, dass wir Zirkustherapie, glaube ich, brauchen wir gar nicht irgendwie, ne? Hier. Hier wird gerade repariert. Jetzt wollen alle ins Spritzenhaus. Wir brauchen eine Töpferei. Passt die hier hin? Ich will immer nur gucken. Passt nicht hier hin. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Heißt, die Töpferei machen wir hier hin. Meine zweite Lieblingsposition im Yoga nennt sich störrische Napfschnecke. Sie ist wirklich gut für eure Backen. Ihr müsst allerdings selbst beim Sender vorbeischauen, damit ich euch eine praktische Demonstration davon geben kann. So. Feuer. Ist eigentlich in jedem Raum hier ein Feuerlöscher? Muss schon mal ganz kurz hier gucken. Mir fehlt einer. Hier muss einer hin. Hier muss einer hin. Ist auch, hier fehlt auch. Ah, okay, hier brauche ich jetzt nicht unbedingt einen. Ich glaube, bei den Allgemeinmedizinern allgemein brauche ich keinen. Aber die wichtigen Räder, weil wenn die kaputt gehen, Mann, das tut so weh. Hä? Achso, ich dachte jetzt gerade. So. Kaffeemaschine. Ja, komm, eine kleine Pflanze kann hier hin. Ein Schrank kann hier hin. Eine Uhr darf auch nicht fehlen. Ein Kranz. Ein Stuhl könnte man eigentlich, ja. Wäre hier eigentlich voll passend, aber es passt nicht wegen der Tür. Ah, weißt du was? Dann machen wir den Stuhl einfach hier hin. Das sieht zwar total bescheuert aus. Aber egal, machen wir es halt so. Ein schönes Bild. Schöne Zeichnungen. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier Patient wäre, ich hätte gar keinen Bock, so viele Bilder zu sehen. Wir versuchen wenigstens das Zimmer erstmal auf Stufe 4 zu bringen. So. Aber was soll der Geiz? Guck mal, eigentlich könnte man ja. Moment. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass es so übel übertrieben abkühlt.
Dies ist keine Ananas. Super geil. Okay. Wir haben jetzt eine Umtöpferei und wir brauchen ja hier wieder einen Arzt. Umtöpferei war wieder Behandlung, ne? Nur Behandlung, ne? Okay. Wir müssen jetzt einen Arzt einstellen, der wir in Behandlung richtig trimmen. Brauchen wir nicht. Das ist auch scheiße. Das ist auch Mist. Brauchen wir auch erstmal nicht. Okay. Ich frage mich gerade echt, wie krass das... Warte mal. Okay, das macht wirklich so kalt. Oh. Dann warte mal, muss ich noch mal ganz kurz hier vor. Ups. Muss ich noch mal ganz kurz hier. Oh, das macht das echt kalt, ne? Krass. Egal, hier vorne lassen wir die jetzt einfach. Oh, ich glaube, hier ist es zu warm. Warte mal, wenn ich jetzt sage... Reicht sogar schon, gucken wir mal. Und die Heizung... Eine Notfallstation können wir machen. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Okay, wir brauchen jetzt einen Arzt, am besten der Behandlung hat oder der am besten noch gar nichts hat. Das nervt mich hier. Psychiatrie. Gefällt mir nicht. Ja komm, da holen wir jetzt, oder? Oder sollen wir nochmal Geld? Na komm, holen wir die Entwässerungsanlage. Patient ist aufgelippelt. Dass hier so viel Platz ist, stört mich ein bisschen. Man könnte jetzt hier so ein Zimmer dran hämmern. Apotheke, du kannst nach Hause. Na komm. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Gut, dann machen wir den Raum erstmal. Schließen wir den Raum jetzt erstmal. Und die Ansicht können wir auch erstmal hier wieder wegmachen. So. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Okay. Okay, das ist. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich bin halt jetzt gerade am überlegen, wir brauchen ja eigentlich auch die Farbtherapie. Passt die wenigstens? Oh Mann, ist auch ein 4 rum. 4 mal 3. Das heißt so. Obwohl, so wird es eigentlich auch noch gehen, oder? Nee. Nein. 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 Kann man lassen. Ja, Töpferei haben wir eigentlich. Und
Farbtherapie. Farbtherapie bauen wir jetzt auch noch nicht. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Achso, was wir aber eigentlich machen können, weil wir haben jetzt genug Kech gerade. Wir sollten mal unsere Allgemeinmediziner verbessern. So, machen wir das mal direkt. Farbtherapie benötigt, ja. Oh komm, gib mir jetzt bitte. Es wäre schön, wenn wir jetzt ein Dings bekommen würden. Ach komm, bitte. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, brauche ich nicht, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Sieht irgendwie total bescheuert aus, ne? Mit den Dingern. Also cool sind die Dinger jetzt auch nie. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich dachte, die Skulptur ist ein bisschen größer. A little bit. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Ja, du hast ja Angst vor Geistern, ne? Das ist mir eigentlich spooky. Okay, den können wir jetzt gleich auch weiterbilden. Stimmt, wir können mal nach dem Krankenpfleger auch achten, der Stationsverwaltung hat. Das wäre jetzt auch nicht ganz so schlecht, wenn wir jetzt noch einen bekommen wegen Stationsverwaltung. Nee, der hat zu viel. Er hat Behandlung, aber er hat halt auch Forschung. Obwohl das vielleicht von Anfang vielleicht... Aber pass mal auf. Weil er könnte ja an sich auch nebenbei forschen. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Nein, ja, nein, nein, ja. Machen wir mal das hier. Okay, unsere Allgemeinmediziner sind immer noch nicht fertig. Mensch. Macht doch mal was für euer Geld. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Wie sieht denn das mit Hausmeistern aus? Das ist doof. Sie schaut da direkt weiterbilden. Okay, jetzt haben wir die Töpferei. Und nebenbei wird hier auch immer weiter geforscht, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Der wäre natürlich auch nicht schlecht. Und der wäre nicht schlecht, weil den können wir auf was ganz Bestimmtes jetzt mal trimmen. Schaffen wir zwar nicht, aber wir können es versuchen. So, die Gutze müssen wir auch... Ah ne, die war es nie. Wir haben irgendwo noch eine Allgemeinmedizinerin, die... Ein Arzt wird am Röntgenstrahlengerät verlangt. Aber wegen was sterben die? Die sterben schon wieder wegen Dings, ne? Weil die wieder zu lange warten müssen. Hat der Kinder gesagt, ihr könnt auch zu Hause sterben, ne? Ich hab damit jetzt... Freudige Freidenker. Der heutige Spruch. Warte mal, wie viel dürfen wir jetzt hier arbeiten? Trauer ist nicht die Umkehrung von Glück. Drei? Und wie viel haben wir hier eingestellt? Ist Reuart. Das ist buchstäblich herrlich. Machen wir zwei zusätzliches Personal. Und hier können wir drei lassen, weil hier sind ja ein paar mehr Betten. Nee, brauchen wir nicht. Stadtleitungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Okay, jetzt die Schalter sind auch fast fertig. Das ist sehr schön. Dann laufen dann auch wieder die Schalter. Das heißt, wir kriegen dann auch wieder Geld. Ach, guck mal hier, ey. Ganz cooler. So, jetzt laufen auch wieder die Schalter. Das ist sehr gut.
Könnte man auch langsam mal wieder Marketing-Intelligenz. Lizenz, Entschuldigung. Hat uns gerade einmal. Jetzt können wir Marketing-Kampagnen starten, um den Ruf unseres Krankenhauses zu verbessern und es attraktiver für Patienten und Personal zu machen. Wir müssen ein Marketingzimmer bauen und einen Assistenten mit Marketing-Ausbildung. Brauche ich das jetzt erst einmal? Wir brauchen erst einmal. Wir machen hier mal Geld. Weil Marketing bedeutet ja an sich auch irgendwann noch mehr Patienten. Und wir sind ja jetzt schon hier. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Patienten mit bestimmten Krankheiten anzulocken, ne? Das ist auch nicht so schlecht. Die Marketingabteilung, die können wir ja schon mal bauen. Haben wir nämlich hier Platz? Haben wir nicht? Haben wir hier Platz? Dann machen wir nämlich hier die Marketingabteilung hin. Ha. Warte mal. Könnt so machen? Nee, können wir nicht. Nee, warte mal, wir machen das mal so. Viel cooler wäre es gewesen, wenn die Tische hier. Warte mal, die Tische kann man nur einmal bauen, ne? Machen wir jetzt einfach hier zwei Schreibtische hin. So. Das ist scheiße, warte mal. Halber Block. Okay, machen wir so. Den Tisch schieben wir auch mal eins hier hin. Ah Mann, ich würde halt gerne den Tisch nochmal verwenden wollen. Das ist echt doof. Die Marketingabteilung ist wichtig. Die muss auch gut aussehen. Ja, so ein Telefon sieht zwar absolut scheiße aus. Nee, oder? Nee, nicht so ein Telefon. So ein Telefon ist doof. Die Uhr, die können wir hier so mittig hin machen. Ich hätte halt gerne so einen Schreibtisch, wie der hier schon steht. Warte mal, was haben wir denn hier? Das ist eigentlich gar nicht so kacke. Lavalampe ist auch nicht so scheiße. Es muss natürlich in die Richtung zeigen. So. Weil wir drücken das hier nochmal eins weiter hinter. Nee, Lavalampe ist zu klein. Ich gebe jetzt kein Geld hier für eine Lavalampe aus. Teppich wäre auch cool. Kühlschrank brauchen die jetzt nicht unbedingt. Ein Poster finde ich jetzt auch nicht so geil. Ja, die V-Card brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Oh.
Ja, Kaffeemaschine. Logo. Die wollen ja auch Kaffee trinken, die Leute. Heizkörper, den machen wir hier auch mal. Guck mal, der passt hier sogar hin. Siehst du mal. Sieht zwar total scheiße aus, weil er ein bisschen größer ist als... Oder wir nehmen den kleineren hier. Ach, wir lassen einfach das große Teil. Jetzt überlege ich, was wir hier auf der Seite hin machen. Sollen wir auch wieder Bücherregale? Ja, ne? Immer so. Okay, und den Rest machen wir hier einfach so. Erste Mal. Ich weiß, das sieht noch nicht so cool aus. Sieht noch nicht so cool aus, aber wir können es gerade leider noch nicht anders machen. So, jetzt haben wir eine Marketingabteilung. Jetzt brauchen wir natürlich auch einen, der ein Assistent mit Marketing. Ich denke mal, wir können ihn jetzt auf Marketing weiterbilden. Das machen wir direkt mal. Und, Moment, bevor wir aufhören, große Kampagne kostet 40.000, wir können doch nicht mal eine kleine machen. Lol. Ah, geil. Wir können doch nicht mal eine kleine machen, ah, schön. Ja, ja, bla bla. Ah, guck mal, das läuft hier auch relativ gut. Nicht? Kann das sein, dass hier für 33 Tage jetzt schon ohne Sterbefall? Ich wollte gerade sagen, ne? Wir haben gerade keinen Sterbefall. Krass, wir haben gerade echt keinen Sterbefall, ne? Ja, 40 Tage ohne Sterbefall? Spritzenhaus können wir nicht machen. Wo hat man jetzt ein... Reparieren wir das Ding, das wird sonst gleich brennen. Wo haben wir denn jetzt einen Sterbefall gehabt? Schade, na gut. Okay, da haben wir jetzt jemanden, der... Würde ich sagen, ne? Nur Marketing arbeitet, das ist okay. Und wir müssen wieder warten wegen Geld. Was kann man eigentlich noch machen? Krankenhaus, Apotheke. Ah, das ist cool. Guck mal, da könnte ich jetzt für die Station. Das ist cool. Ja, und wie wir das machen, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Wir werden jetzt für unser super geiles Krankenhaus werben. Und ja, was da passiert, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, haut rein.